Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck-Checker. Und heute mal, also heute machen wir mal eine Episode und zwar Vize-Troll. Man sagt zwar immer, man soll den Troll nicht feeden, wenn dich irgendeiner hops nimmt und so weiter oder der Blöde kommt. Aber hey, Leute, das müsst ihr euch heute einfach mal anschauen. Ja, als Vorgeschichte, es gab so einen YouTuber, der stagniert, 3800 Abonnenten oder so, aus Österreich, Schweiz, keine Ahnung, ich verwechsel die beiden Nationen immer, seht's mir nach. So, von dreiviertel Jahr oder so, wo ich mal in einem Video gesagt habe, ich bin der größte deutsche Steam Deck YouTuber, was zu dem Zeitpunkt definitiv stimmte oder mir kein anderer wirklich nachweislich das Gegenteil bewiesen hat, sagte er gleich, was bin ich denn dann und so, du bist ein armes Würstchen gegen mich und so weiter. Da fing die Diskussion an mit den Kollegen, Flexibar 19, Flexibar, Leerzeichen 19. So, mit den Kollegen hat das damals angefangen, so ein bisschen Diskussion, wir haben uns dann so ein bisschen ausgesöhnt und so weiter. Jetzt habe ich festgestellt, vor 2 Wochen hat er mal so ein nettes, was heißt nett, ein Prank-Video gemacht. So, da will ich mal ganz kurz drauf eingehen. Weil erstmal der Titel schon alleine, Noob durch und durch. Also, guckt euch mal, ich verlinke den Kollegen nicht. Flexibar, Flex, wie die Flex, Ibar 19. Guckt ihn euch mal an. Ich empfehle euch, schaut euch den Kollegen nur auf anderthalbfache oder zweifache Geschwindigkeit an. Nur so ist es für den durchschnittlichen deutschen Zuschauer erträglich. Weil ansonsten schläfst du bei seinen Videos bei ein. Also, schaut es euch an. Auf jeden Fall, er hat mich jetzt mal ein bisschen versucht abzunehmen, aber was mich halt gestört hat, war der Begriff Noob durch und durch. Dann denke ich mir, Noob durch und durch, wenn ich seine Videos sehe, dann ist mir ganz klar, wer der Noob ist. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ich habe mich natürlich auch hinreißen lassen, unter das Video, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, mal einen bitterbösen Kommentar zu schreiben nach dem Motto, und da stehe ich auch zu und habe geschrieben, ey, Flexibar, du bist doch nur neidisch, dass ich in kürzester Zeit so viele Abonnenten gewonnen habe, du stagnierst. Und so weiter und so fort. Und das ist Tatsache. Aber lasst uns doch jetzt einfach mal das Video anschauen. So, da haben wir schon das Video. Und meine Hautfarbe, die sieht ja echt nicht gesund aus. Das hat so ein bisschen Trump-Feeling, ne? Also, da hat er ein bisschen betrieben mit dem Filter. Aber schauen wir doch einfach mal rein in das Video. Moin, moin, liebe Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Steam Deck-Checker. Ich bin's, euer Fabian. Und ja, was heißt denn jetzt echt? Ja, mach ich halt. Was ist das Problem? Heute wird es mal Zeit, fremdzugehen, denn das Asus Wokelei ist bei mir eingetroffen. Und das Ganze werden wir jetzt mal... Ja, wow, kannst du dir eh nicht leisten. Ich weiß ja, dass du dir alles von deiner Mutti hast bezahlen lassen. Auspacken. Also, mehr nach dem Intro. Ich vorab gesagt, ich packe heute einmal das Asus... Ich finde es so geil, dass er sich selber in dem Moment auf die Schippe nimmt. Hört den Typen mal reden. Der redet so im Original, ohne dass da was filtermäßig gelegt wird. Also, Kollege, na, vergiss es. Das Wokelei noch einmal aus, schalt es ein, der Rest folgt am nächsten Tag. Also gibt mir ein bisschen Zeit. Aber was ist das Asus Wokelei eigentlich? Um nochmal vielleicht einen oder anderen Zuschauer abzuholen. Das Asus Wokelei ist genauso wie... Ja, 2 plus 4 ist gleich 0. Das ist deine Grundschulkenntnis, das merke ich. Wie das Steam Deck. Na, hier haben wir es nochmal im Vergleich. Ein PC-Handheld. Nur das Asus Wokelei basiert auf Windows 11 und das Steam Deck auf Valves eigenen SteamOS. Beide Geräte haben 60 GB RAM. Und da haben wir das gute Stück, das Asus Wokelei. Vor allen Dingen, und dann And und so. Also er hat das so pervers zusammengeschnitten, aus dem Zusammenhang heraus und dann zu schreiben, Noob durch und durch. Also, sorry. Ich schreibe es immer gerne in die Kommentare, ob ich mich hier unnötig aufrege oder so nicht, aber ich möchte einfach mich mal jetzt hier, ja nicht auskotzen, aber einfach mal drüber lustig machen, was für Leute für einen Scheiß hier posten über mich. Einerseits bin ich ja jetzt schon irgendwie stolz, dass ich groß genug bin, dass man sich über mich lustig macht, aber dann bitte auf eine intelligente Art und Weise. Endlich ist es eingetroffen. Was mich positiv überrascht, ist das... Guck mal, da war ich gerade in Tschernobyl, seitdem leuchte ich im Dunkeln. Ich? Negativ war jetzt erstmal so ein bisschen, weiß nicht, ich war aber nicht ein bisschen mehr erhofft, aber... Ja, lol, ja, warum, weshalb, wieso, man versteht es nicht. Muss ich im Alltag bewerten. Ansonsten auch halt die Griffigkeit, kann sich aber auch noch ändern. Ich habe ja versprochen, dass ich da objektiv rangehe. Wie gesagt, das muss ich jetzt erstmal im Alltag ein bisschen bewerten. Ansonsten... Ja. Und dann blendet er noch ein Foto von seiner Freundin ein. Wie gesagt, das Gewicht hat mich positiv überrascht. Display-Stabilität sieht auch schon mal sehr gut aus, auch wenn meine Kamera ein bisschen anders entwickelt hat. Also, wenn wir mal schauen. Bleibt auf jeden Fall dabei. Nächsten Tag gibt es ein bisschen mehr noch. Warum er jetzt mein Gesicht auspixelt? Keine Ahnung.
Einfach nur rumgespielt mit Filtern, mit denen er sich nie auskennt. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, um kein Video zu verpassen. Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Oh, ich muss das Geld für das Ding wieder reinholen. Dann könnt ihr mich gerne auf Patreon. Ja, jetzt OnlyFans. Das ist auch schon wieder so, denke ich mir, ja, ich habe einmal einen Scherz drüber gebracht, denke ich mir, aber warum reitest du auf der Linie? Keine Ahnung. Unterstützen oder über der Kanalmitgliedschaft. Ich würde mich freuen. Ansonsten, once you get a deck, you never go back from the House of Hockey. Mal gucken, ob you never go back from the House of Hockey. Wir müssen schauen. Also, bis dann, liebe Freunde. Und das ist so ein Punkt, den finde ich sehr bedenklich. I will kill you. Was soll sowas? Was soll sowas? Das ist asozial hoch 10. Aber solche Leute kann man einfach nicht ernst nehmen, sondern einfach nur drüber lachen und sich denken, mein Gott, armes Land oder Deutschland oder die Welt, je nachdem. Also das zu viel zu diesem Video. Ich dachte mir nur, was ist das für ein Honk, dass man auf so ein Niveau hinuntersinken kann. Erstaunlich, wie die Welt heutzutage tickt. Ja, der eine würde sagen, warum reagierst du da überhaupt? Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen stolz, dass jemand mich prankt, aber auf die Art und Weise war ein bisschen schäbig, ein bisschen billig. Ja, wirkt fast wie unter Drogeneinfluss, ist meine Betrachtungsweise. Ansonsten kann ich nur sagen, Freunde, lasst mal gerne eure Meinung in Kommentaren da, ob ich überreagiere, unterreagiere oder einfach ignorieren sollte, aber ich wollte euch einfach mal an den Spaß teilhaben lassen. Also, liebe Freunde, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck. Und zwar der Nicht-Noob durch und durch.